Wenn du vorkommst, macht es unscharf. Ich habe mir jetzt eine blöde Mücke gestochen gerade. Freuden des Campingkochs. Mistviecher. Schaut mal da her. Da hat mich eine hier am Auge gestochen. Das ist lustig. Machen wir weiter, oder? Machen wir weiter. Was ihr da im Hintergrund hört, das sind irgendwelche Kinder, die da was weiß ich, Kriege ausführen. Warte, vielleicht bist du auch scharf. Da kommt jetzt ein bisschen Olivenöl rein. Da kommt jetzt ein bisschen Olivenöl rein. Warte, man wird und so schaut es aus, wenn wir es angekriegt haben und raus. Muss ich nochmal mal runtergeschaut. Rühren tue ich gar nicht so viel, weil das ist ein Arborio-Reis. Oh. Oh, geht schon, gell? Weil die Karte nicht so viel geschrieben ist. Bin ich groß? Das leckt mir gerade ein bisschen jetzt. Mikro ist an. Ja, immer die Frage. Alles an. Die Drama, und wenn wir jetzt bis so richtig schön goldbraun sind. Und die Haut habe ich deswegen vorher wieder runtergemacht, weil. Nochmal. Ist schon wieder so groß. Aber manche abonnieren nicht. Anja. Habt ihr es gehört? Manche abonnieren nicht. Traut euch. Und jetzt wieder eine Episode aus der beliebten Folge Reihe. Nochmal. Und jetzt wieder eine Episode aus der beliebten Reihe Peters Forgotten Zutaten. Also ich kann euch nur sagen, das sind zwei Handvoll von diesen Krabben vom Fischhändler in Cavallino. Der hat ja, ein bisschen kleinere Hände als ich. Also ihr braucht da ungefähr zwei Handvoll. Und keinesfalls vergessen. Da werden Kinder geschlacht. Keinesfalls vergessen. Also, den Topf kann man einfach. Ja. Füßlein schauen. Da. Aber zum Beispiel, wenn man es hier so auf den Tisch stellt und Angst hat, dass der verkratzt, dann drauf mit dem Gummi. Niemals ohne Gummi, wenn man es auf den Tisch macht. Nochmal. Und da unten ist er, der Son of a Bitch. Und da unten ist er. Zeige ich euch als Rezept. Und das Ganze nur hier mit Meersalz. Entschuldigung. Jetzt geht's gleich los hier auf Endstand mit Show. Mit der Markus. Läuft das Ding? Die Benutzer bereiten. Ja, da hinter mir große Diskussionen, der ja, total dunkel. Scharf, Ton. Und was wir jetzt brauchen, sind einmal zwei Sachen. War es ein bisschen wie so Löwenzahnmilch oder ähnliche Sachen. Schwerer Sturm zieht auf. Wurscht, wir machen weiter. Bier oder Wein? Ja, kann schon Wein sein. Ich will nur meinen Süffelwein mit dem Bambelwurst. Aber auch am Backenfeld. Jetzt aber auch was gekauft sind. Dann muss ich meinen Ohren Hobby noch neu machen. Jetzt. So, jetzt sind wir soweit. Essen fertig, es riecht wie Sau, Gäste sind da und jetzt holen wir es mal raus. Aber die mag das nicht, ne? Aber das Huhn ist genauso gut. Praktischer Planscher mit so einer Duin unten. Bevor wir uns jetzt anschauen, wie wir diese. Nochmal. Eins müssen wir noch. Stopp. Weiß ich gar nicht wie rum. Aber schon gesehen, der hat da zwei so
Schlitze. Dann geht sowieso bloß in eine Richtung. Nein, geht er nicht. Doch, der rostet da. Also nochmal. Und dann schaut man fest. Glaubst du das? So relativ lang. Stunden später. Hat er es geschafft, der Peter. Und weil das so unschön ist, dann muss ich schaut mal, wie mich die Fliege hier liebt. Ja, lach du nur. Unser Focaccia Barese, also ein. Jetzt. Wo schon blöd schauen, gell? Wir, wie gesagt, im Topf. Nein, im Deckel vom Topf. Im Topf vom Deckel, hätte ich mal gesagt. Also im Deckel vom Topf. Und jetzt machen wir weiter. Das ganze Ding, der mir jetzt einfach so wie es ist. Das Schöne an so Topfdeckeln ist, dass die so wunderbar schwer sind. Jetzt lüpfen wir den Deckel. Bei den Kamados habe ich gelernt, Deckel immer. Warte, man sieht gar nichts. Man sieht wieder dich noch. Jetzt machen wir nochmal zu. Das ist schwer. Also nochmal. Dieser Halter hier wird reflexbar. Das kann man da in zwei Richtungen reintun. Da ist er ein bisschen weiter unten. Wenn man umdreht, geht's gar nicht. Überrutschen. Ich sitze gleich auf seinem Schoß, ist alles gut. Wenn du sehen kannst, was meine Kamerafrau für Verrenkungen macht. Die sind dermaßen würzig, da brauchst du nicht viel. Ihr könnt ein bisschen Knoblauch dazu da. Ich schau über meine Brünge. Mhm. Ihr könnt auch Knoblauch dazu da. Okay. Jetzt bist du auch wieder scharf dann, wenn du dich da wegbewegst. Dann pappt es fest. Packt fest. Packt, packt. Backen, ja, backen. Also das packt sich zusammen. Pappt halt dann. Soll ich was sagen? Kurz noch weiter einen Stummfilm machen. Jetzt sag ich was. Bin ich scharf? Ja. Also, jetzt. Kartoffeln. Lustig gefärbte verschiedene Zwiebeln. Was? Was habe ich gesagt? Zwiebeln? Lustig gefärbte verschiedene Tomaten. Hörst du auf? Der filmt mich. Schau mal, zeig den mal. Nein. Doch, zeig ihn mal bitte. Keine Outtakes. Outtakes. Du bist unscharf. Jetzt bist du wieder scharf. Läuft's? Ja. Die lassen wir uns jetzt schmecken. Ich habe schon eine probiert. Moment. Was ist denn jetzt wieder? Keine Ahnung, was passiert. Probier's. Ah, ja, genau. Ich habe vorher gesagt, so fünf. Ist so dunkel im Gesicht, das ist das einzige. Okay. Läuft jetzt eine Zeit, ja. Schlägt der Mikrofonpegel aus, unten links. Das hat er vor. Ey, Gastkameramann. Spannung steigt. Mikro scheint an zu sein. Die Spannung steigt. Ja oder nein? Machst du jetzt hin? Oh, das war jetzt schlecht. Jetzt bist du wieder scharf. Bin ich so wedel, ist scheiße, gell? So, und mit. Ist scharf? Ich versuch's vielleicht. Ja, grüß euch gut. Mädel und Burm. Hier ist wieder der Peter vom Barbecue Alp. Wenn man den jetzt da hinstellt. Schaut's her, da kann man den Topf dann da so einstellen, rein theoretisch, und das Schichtfleisch einschichten. Das ist aber ein Schmarrn, weil das geht überhaupt nicht. Sehr lecker, so eine nackte Kamerafrau. Bikini hat so. Ja, leer. Zacki, zacki, zacki. Tolles Scoop, meine Kamerafrau. Und dann, unscharf, das ist ganz komisch. Am Anfang bist du scharf und dann bist du unscharf. Jetzt machen wir unser O. Komisch, der ist scharf und wenn du dann drückst, dann ist es wieder unscharf. Jetzt.
Das machen wir. Ich glaube, wir brauchen eine Schrauben. Jetzt machen wir mal unser Ei auf. Sekunde. Jetzt. Ich muss klatschen, wenn ich ein. Warte. Jetzt, ja. Jetzt ist soweit. Da kommt immer mehr Rauch raus. Und jetzt schauen wir rein. Wo willst du das nachher grillen? Auf der Leberkugel? Auf dem Kamado. Wie du willst? Das war jetzt nur eine Frage. Oder auf dem Hibachi? Oder? Na, wie man eine Kartoffel macht. Nee. Warum? Das geht auch mit Küchenrolle nicht, Anja. Bei manchen Dingen nützt sozusagen heißes Wasser. Ich habe nämlich schöner Brot. Jetzt isst man. Nein, ich dachte, dass ich den gleich anlasse und darin dann gleich noch ein Brot backe. Deswegen, weil wenn er eh warm ist. Hier oben oder da tue ich euch den Abonnier-Button hin. Drückt drauf, ihr werdet glücklich, weil ihr meinen Kanal abonniert habt. Kein weiteres Video kein weiteres Video mehr verpasst. Und ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch, einen netten Kommentar. Und dann sehen wir uns bald wieder. In diesem Sinne sagt der Peter, pfiat euch.